Yo Leute, was geht ab? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Assassin's Creed Odyssey. Ich freue mich sehr, dass du wieder am Start bist bei diesem Video, Leute. Und wir sind stehen geblieben mit dem Alexius bei Kefalinia. Ich bin jetzt hier erstmal hingereist, denn wir haben in der letzten Folge ja auch eine Quest angefangen mit der Höhle, glaube ich, war das. Die hungrigen Götter, genau. Und ich habe vergessen, da mit dem Gläubigen zu sprechen. Und dann würde ich sagen, holen wir es schnell nach hier. Und ich hoffe, wir werden in dieser Folge auch noch ein paar Bärenhoden finden, weil ich habe auch davor Oscar ein bisschen gesucht und irgendwie habe ich nichts gefunden. Ich hoffe, wir werden hier in der Folge irgendwie zufällig einen Bären finden oder einen Hirschen. Wäre ganz cool. Da würde ich sagen, Leute, like, wenn es dir gefallen hat, dann kann jedem Supporter gerne weitermachen, wenn ihr Bock habt hier. Und ja, da würde ich sagen, gehen wir erstmal hier zu dem Typen und sagen erstmal Bescheid, wir haben alles gelootet. Und dann mal schauen, was er uns so geben wird. Let's go, Leute. Dort sind keine Götter. Nur Banditen, die den Leuten Hoffnung und ihre Drachmen stehlen. Oh, ich wusste es. Diebe! Wenigstens weißt du, dass Zeus nicht erzürnt ist. Vielleicht hat er ja Erbarmen mit dir. Ich hoffe, Zeus lässt die Banditen seinen Zorn spüren. Keine Angst, sie spürten meinen. Das sollte auch reichen. Okay, das war's dann wohl mit der Quest. Okay, war jetzt nicht so krass eigentlich. Also keine Götter in der Höhle, einfach nur Banditen, die Scheiße bauen und andere abziehen. Nicht so geil. Oh, das ist ach, eine Ziege. Ich brauche einen Hirsch. Ich brauche einen Hirsch. Spiel. Witze, gib mir doch einen Hirsch. Meine Güte. Okay, würde ich sagen, wir machen jetzt mal eine andere Quest. Wir haben ja noch einige Quests vor uns. Ja, schwer verbessern ist doch ein bisschen schwer. Was ist das denn eigentlich überhaupt hier? Die Odyssee, genau. Der Weg zum Symposion. Jagd auf den Kult des Kosmos. Achso, okay. Einfach die anderen Quests hier. Was haben wir noch eigentlich für Quests am Start? Ist schon mein Holz. Typisch Markus. Er hatte Drusilla versprochen, ihr Banditenproblem zu lösen und sein Versprechen nicht gehalten, aber er bot bereitwillig Alexius Hilfe an, um Drusillas Holz zurückzuholen. Der ist doch hier, wa? Wollen wir es mal schnell machen, Leute? Die Mission? Dann haben wir ja diesen Markus wieder gesehen hier. Weil Alexius meinte, er selber wird mit zurückkehren. Das ist auch wieder eine Ziege. Haben hier keinen Hirschen oder so hier in Kefalinia? Oder einen Bären? Das wäre doch voll geil. Bitte, Spiel. Ich brauche nur ein paar Hoden, Alter. Das wäre doch eigentlich nicht so viel verlangt, oder? Egal, ich würde sagen, wir sprechen mit diesem Drusilla. Und mal gucken, was die für eine Quest für uns hat. Oder der. Ich glaube, das ist sogar ein R. Ja, und dann mal gucken. Sammy? Machen wir auch einfach. Also, hier kann man sehr viele Quests machen, ne? Also, ich muss sagen, Assassin's Creed Odyssey ist einfach wie so ein Open-World-Rollenspiel. Finde ich aber gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Finde ich schon sehr, sehr geil auch. Wo ist denn dieser Drusilla? Hinter uns, oder wie? Ah, oben. Da ist so eine Truhe. Finde und beschaffe den Speer. In den Fußstapfen der Götter. Was? Das hier. Okay, also wir gehen irgendwie immer in irgendwelchen Quests rein. Wer ist das hier jetzt oder wie? Oder was meinst du, Ikaros? Was meinst du genau? Da? Das hier? Ist es das, was ich suche oder ist es in der Höhle? Ich glaube sogar in der Höhle, ja. Melisani-Höhle. Schau mal, ein Bären hier, irgendwo der am Rumschwimmen ist oder so. Oh, Quallen, aufpassen. Quallen sind schon sehr eklig, auch die Tiere. Interagieren bodenloser See. Das ist echt bodenlos, ne? Kefalinia, hast du den Sprung gewagt? Alle auf der Insel glauben, hier könnte man am tiefsten tauchen oder es gibt einen See an der Küste des Kolidial, der bodenlos sein soll. Wenn du so tief tauchen kannst wie die Frau aus Marmor, wirst du mich finden können. Alles klar. Und wo ist jetzt dieses Speer? Finde, beschaffe den Speer. Ah, warte mal, ich erinnere mich, glaube ich, noch. Das war ja eine Quest, die wir, glaube ich, am Anfang des Spiels angenommen haben. Bei der einen Frau, ne? Genau, genau, genau. Warte mal ganz kurz, Alexius. Abspringen bitte, Alexius. Dankeschön. Ist hier dieser Speer? Also, laut, Spiel ist der es hier. Ikarus, komm mal kurz nochmal her. Ich muss nochmal dich ein bisschen scannen lassen. Ja, ich glaube, Ikarus sieht es jetzt nicht hier. Vielleicht ja hier drin in der Höhle oder so, ne? Gehen wir mal hier rein, weil wir haben noch eine Truhe zum Öffnen hier. Weswegen? Spinnennetze und noch mehr Wasser. Ich schwimme mal rein, würde ich sagen. Tauchen, oder wie?
Oh ja. Wohin führt das uns? Ist das der bodenlose See? Nein, ist das nicht. Alexius hat aber genug Luft zum Atmen noch. Also er hat noch einiges an Leiste. Weswegen wir noch ein bisschen Zeit haben zu untersuchen. So, noch ein paar Edelsteine. Ich würde aber gerne jetzt noch eine Truhe finden, schnell. Ist es hier hinten vielleicht? Ich hoffe doch, dass es hier hinten ist, ne? Finde und beschaffe den Speer. Hallo, ey, wann ist denn hier das Ende? Ist es hier? Nein, Eisenbrocken. Noch mehr Pilze oder wie? Noch mehr Eisenbrocken, alles her damit. Aber wo ist denn jetzt... Ich sollte möglichst ungesehen bleiben. Oh, sind die Leute oder wie? Oh ja, hier sind sogar echt Leute. Dreh dich um, Süßer, und du stirbst jetzt hier. Bam! Let's go. Sehr geil. So, Truhe. Speer? Ist es der Speer? Ja, Speer des Kephalos. Und du stirbst auch. Popo, abgestochen hier. Popo stechen. Okay, dann haben wir auch diesen Speer jetzt hergeholt. Sehr geil eigentlich auch. Wir sind gleich Level 12 sogar schon. Also ein Level mehr, das ist sehr gut. Ich würde aber dann einfach erstmal zur Priesterin zurückkehren und dann noch die eine Quest machen mit Druisilia. Aber ich will gerne die Bären jagen. Das ist schwer, das ist schwer, Leute. Ich muss auch sagen, ich mag das Klettern sehr in dem Spiel. Das ist nicht so hakelig und nicht so blöd gemacht. Ich würde sagen, greife frontal an. Komm her, Süßer. Du bist eh zu schwach für mich. Und er ist schon instant tot, Alter. Guck mal, Nikolaus Schwert in der Kombination mit Level 11 und unseren geilen Fähigkeiten, Alter. Oh, hallo. Wieder ein Popo stechen, let's go. Und da ist auch schon der Ausgang hier. Sogar in der Nähe auch, okay. Let's go, Leute. Sehr geil. Okay, dann würde ich sagen, ab zur Priesterin schnell und dann mal gucken, was sie uns so hergeben wird. Let's go, Leute. Alexius, bitte, zur Priesterin schnell. Willst du runterspringen? Dankeschön. Und wir reden mit dir. Let's go. Alexius, bist du hier, hallo, um über den Speer zu reden? Habe ich. Oh, gut. Sag, hast du ihn gefunden? Ja, habe ich. Ich habe ihn nicht gefunden. Belohnung, ne? Ich musste schon auf jeden Fall einiges machen. Du sprachst von einer Belohnung. Oh, natürlich. Die hast du dir verdient. Wir können sogar auch sagen, dass wir den nicht gefunden haben, ne? Um den selber zu behalten. Aber ich glaube, den brauchen wir einfach selber nicht, weil der Speer war, glaube ich, auch farblos, ne? Und wir sind sogar auf Level fucking 12. Let's go, Leute. Sehr, sehr geil, ne? Dann schaffen wir ganz kurz mal schnell in dem Inventar, denn dann haben wir bestimmt neue Inventare, also neue Waffen, neue Ausrüstung bestimmt auch. Das will ich ungern wechseln. Was haben wir hier denn so Schönes? Wir haben auch leider nichts Neues hier. Schade aber auch. Haben wir hier was für Level 12? Ja, haben wir sogar. Ist momentan besser. Tragen wir das, würde ich sagen, hier. Einen neuen Röckchen haben wir nicht. Neue Schuhe vielleicht, Level 12? Nein, wir müssen noch einiges an Level sammeln. Level 12 Bogen muss doch geben, oder? Ja, gibt es sogar wirklich. Let's go. Tragen wir mal das mal rein hier. Und, ja, das ist schwächer als unser letztes Schwert. Nicht notwendig. Bewaffnung 2. Mit Hilfe der Bewaffnung kannst du deine Waffen und Ausrüstungsstücke schnell zuweisen und wechseln. 5000. Bewaffnung. Was ist das denn? Okay, krass. Nice. Wir haben jetzt auch noch ein paar Fähigkeiten. Einen Fähigkeitspunkt haben wir jetzt noch freigeschaltet hier. Ich schau mal ganz kurz. Weise die Fähigkeit zu, um sie zu nutzen. Wirf Leonidas Speer auf einen entfernten Gegner, um 100% Attentatschaden auszurichten. Kann einmal verkettet werden. Wie geil. Heldenschlag? Okay. Alter. Auch stark. Waffenruf? Rufe eine deiner Bootsleute, damit er deine Gegner für mindestens 30 Sekunden ablenkt. Auch nicht schlecht. Verschwinden. Oh, das ist geil, Leute. Das sollten wir eigentlich mal benutzen, würde ich sagen. Machen wir das mal. Verschwinden ist gar nicht so schlecht. Fähigkeit zuweisen. Wir machen mal diesen Giftangriff. Oder nee, warte mal ganz kurz. Machen diesen... Das Überrennen machen wir mal weg hier. Ich muss mich wieder daran gewöhnen, muss ich sagen. Weil immer neue Fähigkeit zu benutzen ist auch nicht so einfach. Wo war dieser Feuerschaden? Feuerangriff? Das war hier, ne? Genau. Machen wir das dann auch mal rein zu Viereck. Und dann sollte es erstmal passen, ne? Genau, genau. Aber das ist auch richtig geil mit diesem... Wo war das nochmal hier, diesen Angriff? Hier das, ja, eiliges Attentat. Ist auch sehr, sehr geil, muss ich sagen. Okay, nicht schlecht. So, würde ich sagen, wir gehen mal zu diesem Sammy schnell. Weil da ist so ein komisches Symbol, was lila ist. Mal sehen, was das zu bedeuten hat hier. Und dann würde ich sagen, ich suche da noch vielleicht noch ein bisschen nach Bären und Hirschen.
Aber ich glaube, das wird ein bisschen schwieriger mit der Suche. Wer weiß, wer weiß. So, Sammy. Du warst ja auch eine Person, die wir suchen, aber... Segelt mit! Auf Korfu findet ihr Glückseligkeit. Tägliche Überfahrten! Nein, danke schön. Neue nette Frage geschaltet. Die Quests, die uns am Herzen liegen, wurde zu deinem Spiel hinzugefügt. Möglicherweise musst du weiter in der Geschichte vorankommen, bevor sie verfügbar ist. Okay. Ah, okay. Ich glaube, wir können die noch nicht starten. Na gut, danke, Sammy, für die lieben Worte. Ich würde dann sagen, wir schauen mal nach neuen Quests hier erstmal, bevor wir dann zu einer eher zu schwierigeren geht. Flucht aus Athen. Also die scheinen ein bisschen besser zu sein, oder? Spricht mit Perikles Kontaktmann. Flucht aus Athen. Alter ist nur eine Zahl. Man merkt auch, die Quests werden ein bisschen schwieriger, nicht? Die passen sich immer an. Das ist eigentlich ganz geil, muss ich sagen. Wir machen nochmal das mit dem Holz, würde ich sagen. Ist ja auch in der Nähe. Und dann machen wir noch andere Quests hier einfach, weil ich wollte davor schon die Mission anfangen hier, bevor wir dann zum Sperr gelaufen sind. Deswegen gibt es zu diesem Drosilla und ja, sagen mal Hallo wegen dem Holz und mal gucken, wie Markus reagieren wird. So, wo ist denn Drosilla überhaupt? Bist du hier, Drosilla, oder? Ich glaube, der ist dort, sehe ich schon. Okay, alles klar. So, Drosilla. Wir müssen mal ein Wörtchen reden. Das ist, glaube ich, die Bogenmacherin, wa? Und, besorgst du mir jetzt mein Holz? Diese verdammten Banditen brauchen eine Abreibung. Okay, Banditen aufhalten, machen wir sehr gerne. Ich löse dein Holzproblem. Na endlich! Markus hat Glück, dich für die Drecksarbeit zu haben. Dankeschön für die lieben Worte. Wo finde ich die Banditen? Irgendeine Idee, wo diese Banditen sind? Ich bin keine Spurenleserin, sondern Bognerin. Irgendwo in den Bergen. Okay, so in den Bergen. Alles klar. Okay, da würde ich sagen, Dankeschön. Ich bitte darum und möglichst... Blablabla, so schnell wie möglich. Und hör auf zu jammern. Durch dein Gejammer geht es auch nicht schneller. Oh. Ich töte die Banditen und besorge dir dein verdammtes Holz. Natürlich machst du das. Lass dir nur Zeit. Ich vertraue dir. Ja, und da ist jetzt wieder ein bisschen ruhiger, ne? Nun tust du etwas für mich. Hol mein Holz. Okay, chill. Ich hol dein Holz. Ganz ruhig, Drosilla. Ganz ruhig, okay? Immer diese Frauen, wa, Leute? Unglaublich, Okay, würde ich sagen, wir müssen jetzt mal, glaube ich, bestimmt wieder den Detektiv spielen hier. Den Detective Alexius. Und dann müssen bestimmt, einfach das Holz abholen und dann Drosilla das wieder zurückgeben. Also ist auch jetzt nicht so eine krasse Quest. Ja, aber vielleicht... Vielleicht finden wir einen Hirsch oder einen Bären. Also, ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist zwar sehr niedrig, aber... Hier kam es zu dem Hinterhalt. Das ist nicht so schlecht. Na, dann mach mal. Hier ist das erste Fußspuren. Fußabdrücke. Eine Gruppe ist von hier aus nach Westen aufgebrochen. Na, wieder eine Ziege. Warum bist du kein Hirsch? Sei doch ein Hirsch. Meine Güte. Nicht Ikarus. Kannst du auch die Spuren lesen, Ikarus? Oder muss ich das selber machen? Ich glaube, ich muss es selber machen. Ja, wir machen es mal selber, würde ich sagen. Der liebe Ikarus kann nicht immer alles für uns abnehmen, die Arbeit. So, Fußspuren, sagst du? Das ist dann hier... Genau, hier war das dann. Dann hier noch ein Wagen. Der Karren wurde leergeräumt und liegen gelassen. Der Dieb kann mit der Fracht nicht weit gekommen sein. Dann laufen wir mal weiter. Haben die vielleicht irgendwas gesehen oder sowas in der Art? Keine Ahnung, wir müssen hier bleiben, in dem Gebiet hier. Wir sind schon zu weit weggelaufen vom Gebiet. Hier? Oh, du scheiß Wolf. Ich dachte gerade ganz kurz, es wäre ein Bär. Ganz kurz dachte ich mal, hier ist das Letzte. Wo bist du, Wolf? Da bist du. Stier, du Idiot. So, her mit deinem Leder schnell und erstmal untersuchen, würde ich sagen. Was ist hier passiert, Alter? Auf der Flucht erschossen. Das waren mit Sicherheit Banditen. Alter. Scheiße, Mann. So, tut die Banditen. Die Lieferung wurde von Banditen überfallen. Sie können sich nicht weiter 250 Meter vom Tatort entfernt haben. Dann würde ich sagen, Ikarus, so brauchen wir dein Auge hier und dann sollten sie hier sein irgendwo. Hier. Hier. Das hier. Das Banditenlager da. Okay. Sein, ich suche. Let's go, würde ich sagen. Ab zu den Banditen schnell. Vielleicht haben wir einfach einen Bären hier irgendwo im Käfig gefangen. Das wäre auch eigentlich recht geil. Was machst du? Scan das. Wir müssen noch mehr scannen. Da sind die Knechte. Da sind sie. Ja, damit Drachen. Nein, Ikarus. Oder warte, machen wir so schnell. Wir scannen einfach mal so die Gegner.
Level 10 alle sogar. Auch nicht so schwach eigentlich, wenn man so überlegt. Aber das sind dann... Oh, es sind mehrere dort vorne. Sind so... Guck mal, zu easy, Leute. Zu fucking easy. Feuern können wir die sagen, starten wir. Bam! Alter, das ist stark. Das ist voll stark, Leute. Alter Schwede. Boah, die werden ja instant weggebrannt hier. Was machst du in dem Busch? Komm mal raus, Buschi. Knecht die, Alter. Ja, ich würde sagen, wir rennen aber rein, würde ich sagen, ne? Die sind eh alle viel zu schwach. Ich bin zu stark für die. Wir rennen einfach rein. Hallihallo, ihr Süßen. Hoppala. Ah, X ist ja wieder verschwinden. Ich muss daran gewöhnen, muss ich sagen, Leute, an diese Fähigkeit. Weil ich denke immer, X ist jetzt einfach das Kicken. Aber ich muss mir einfach angewöhnen, es ist einfach nur eine andere Fähigkeit geworden. So, bam, stirb. Oder würde ich sagen, holen wir das Holz zurück hier. Als Beweis mitnehmen. Der Alten wird mein Wort nicht genügen. Na, das ist klar. Immer am Meckern ist sie. Die ist das Holz. Hier drin, nehmen wir schnell mit hier. Let's go. Söldnerhandschuh Level 10. Sieht voll geil aus, muss ich sagen, vom Design her. Aber leveltechnisch leider zu schwach für uns. Okay, würde ich sagen, alles schnell einstecken hier und dann ab zu... Mach das aus! Roll doch, Alexius, du! Okay, würde ich sagen, ab zurück zu Drusilla und dann let's go, Leute. So, Drusilla, Holzfrau oder Bognarin, was auch immer du bist hier. Wir haben dann Holz. Viel Spaß damit. Ah, oh, Markos, Gehilfe, du hast hoffentlich mein Holz dabei. Gehilfe? Wohl kaum. Ich meine Markos starker Arm. Wie dumm von mir. Das sollte die Zeit überbrücken, bis der Rest des Holzes hier ankommt. Bei den Göttern. Arbeitest du wirklich mit Markos? Er hat noch nie ein Versprechen gehalten. Unglaublich. Ich arbeite vielleicht mit ihm, aber wir sind uns nicht sehr ähnlich. Ich halte mein Wort. Dann nimm das Geld und gib Markos nichts ab. Ehrenfrau. Ja, danke schön fürs Geld. Sorry, sorry, sorry. Kann man sie töten? Kann man sie echt töten, oder wie? Oh mein Gott. Die ist blutverschmiert. Drusilla, sorry, Drusilla. Okay, okay, wir lassen es sein, wir lassen es sein, wir lassen es sein, Alter. Wir lassen es mal gleich sein, Habt ihr keinen Hirsch? Mann, ich sehe nur verdammte Ziegen. Immer Ziegen, links, rechts. Ich will einen Bären sehen. Wer bist du denn? Halt die Schnauze. Weg mit euch, Kinder. Er wollte euch gerade mitnehmen. Er wollte euch V-Bucks schenken in dem weißen Van. Aber ich hab euch noch gerettet hier, okay? Seid mir dankbar. Ja. Was jetzt, Leute? Wir können jetzt eigentlich noch eine Quest Flucht aus Athen. Für eine Einladung zu seinem Symposion trug Perikles Alexius auf seinen Freund, den berühmten Künstler Phidias aus Athen herauszubringen. Boah, ich weiß nicht, ob das so was bringen wird, ne? Wollen wir es mal angehen, Leute, Level 15? Wollen wir mal probieren, Leute? Komm, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Wir machen mal die Mission, würde ich sagen, in Athen. Und mal gucken, wie es wird. Ich hoffe, können wir jetzt hier ansetzen? Dann müssen wir wieder hinfahren. Oh nein, müssen wir wieder hinfahren, oder wie? Ja, müssen zwar hinfahren, aber... Wir können hier ansetzen. Na gut, würde ich sagen, wir hören uns dann gleich bei der Mission. Wollen wir die mal besiegen schnell? Machen wir mal, würde ich sagen. Oh yeah, bam! Wo ist denn die Eevee? Ist die Eevee hier auf dem Schiff, oder wie? Ist sie irgendwo... Da ist Eevee, Leute! Was geht, Eevee? Wir haben einfach Eevee auf dem Schiff, Leute. Als kleines Extra. Wow, Junge, frisst das hier. Okay, würde sagen, wir reisen mit den Frauen erstmal hier zu Athen, oder nach Athen. Richtig Deutsch sprechen muss ich auch können. Und dann würde ich sagen, machen wir jetzt mal die neue Quest hier. Können wir anlegen? Wo können wir jetzt anlegen spielen? La, mi, ma, mi, ma. Was singt er wohl auf einmal? Das ist ja nervig. Ah, ich kann sogar mal so weggehen. Kann ich hier runtertauchen oder wie? Ins Wasser? Ja, es geht sogar voll tief. Okay, das ist geil. Das ist sehr, sehr geil. Was ist denn hier bitte für ein Versteck unter Wasser? Oh, das ist aber geil. Oh, das ist voll übelst, muss ich sagen. Multiplayer-Spiel? Wäre in Odyssey wieder auch eine geile Sache, muss ich sagen, ne? Unterwasserkaverne. Nein, wir brauchen noch ein bisschen Luft, weil die Haie sollen mich bloß in Ruhe lassen. Können wir angreifen? Können sogar angreifen, unser Wasser. Oh nein! Verpiss dich, du scheiß Hai. Ich habe alles gebraucht, aber keinen Hai.
Das Letzte, was ich jetzt brauche, Alter. Einfach ein scheiß Hai, Alter. Verdammter Mist. Na, es ist ein bisschen risky, jetzt hier reinzuschwimmen, oder? Sehr risky eigentlich, muss ich sagen. Können wir auch ein bisschen scannen? Boah, ist sauer schön, Alter. Truhe 1 ist hier. Schnell, Alex, so schnell, nimm es mit hier. Gürtel des Ares. Oh. Ja, ja, ja. Das ist schon geil. Das ist schon sehr, sehr geil. Aber wir sterben gleich. Scheiße. Oh Gott, schnell, Alexius. Gürtel einpacken, schnell hochschwimmen, würde ich sagen. Schnell, 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 schnell. Oh Gott, er stirbt gleich. Hoch, schnell, hoch, schnell, hoch. Schnell, schnell, schnell. Nein! Nein, als ob er jetzt stirbt. Schnell, 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 schnell. Okay, sollten wir schaffen, sollten wir schaffen, sollten wir schaffen. Oh mein Gott. Heilige Scheiße, war das knapp. Wir tragen mal schnell diesen Gürtel von Ares schnell und dann gehen wir schnell zum Werkstattgebiet und dann let's go. Ist es hier? Genau, Gürtel des Ares. Nice, machen wir rein hier. Sehr, sehr geil. Okay, würde ich sagen, wir uns dann gleich bei der Werkstatt in Athen mit den Phaidias und wir helfen dann aus Athen zu fliehen. Let's go, Leute. So, wir sind bei der Werkstatt da, Leute. Dann mal sehen, was er von uns jetzt will. Ich glaube, wir sollen halt rausschmuggeln, ne? Ist das nicht... Nee, das ist nicht das mit der Schlangenmission gewesen. Es war ein anderes Haus. So, würde ich sagen, können wir hier rein oder müssen wir da von unten durch? Ich hoffe, hier ist ein Fenster oder sowas in der Art. Oh, kein Fenster. Wo kann man denn bitte reinklettern? Hier rein? Ah, hier rein. Hey, hallo. Kann ich hier durch? Ich kann dich nicht durchlassen. Doch, kannst du sehr wohl. Ich muss zu Phaidias. Geh beiseite. Es ist wichtig. Bitte. Genau wie meine Aufgabe hier. Vielleicht kannst du Phaidias nach der Verhandlung sehen, falls man ihn am Leben lässt. Okay, Leute, würde ich sagen, in der... Was? Phaidias ist mein Liebhaber? Phaidias ist mein Freund? Okay, wir können dann auf jeden Fall sagen, er ist unser fester Freund. Ist schon krass. Da würde ich sagen, nächste Folge in die Frage beantworten. Da würde ich sagen, Leute, like, wenn es dir gefallen hat. War eine sehr coole Folge, muss ich sagen. Da würde ich sagen, Leute, wir hören uns dann. Bleibt gesund, bis zum nächsten Mal und ciao. Ciao.